Standing on the porch in the night, thinking how we used to be way back in time. In time. Barefoot on the grass, open skies, I can feel it every time I close my eyes. My eyes. Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man die Powerstation, zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Bluetti EB55 und die Solartasche PV120 einsetzen kann. Bleibt dran, dann seht ihr, wo ich bin, was ich mache. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen wieder zurück. Hier seht ihr jetzt, wo ich mich gerade aufhalte. Und zwar hier bin ich auf einem Baggersee und genieße die Zeit. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man in Verbindung mit so einer Solartasche und einem Powerstation sich die Zeit in Natur schön machen kann. So, für die Stromversorgung sorgt die Bluetti EB55 und die Solartasche PV120. So, ich bin hier auf einem Baggersee, werde heute hier zelten und ich wollte euch einmal mitnehmen und zeigen, wie schön es sein kann in der Natur. Und unsere Powerstation, zum Beispiel jetzt die hier von der Bluetti, EB55 macht ihren Job richtig gut, die ist schön klein. Ihr seht, ich verbrauche momentan 37 Watt. Ist gar nichts. Da kann ich einige Tage hier die Kompressorkühlbox betreiben. Und ihr seht jetzt mal, wo ich hier bin, auf einem Baggersee. Ich wollte euch mitnehmen und zeigen, damit ihr sehen könnt, wie schön es hier in der Natur ist. Auf jeden Fall macht es wirklich Spaß und mit diesem Video möchte ich euch dazu bringen, in die Natur zu gehen und sie zu genießen. In Verbindung mit so einem Zelt, über diesen Zelt gibt es ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal oder beziehungsweise zwei Zelte. Dieses Zelt ist für drei Personen, könnt ihr mal reinschauen. Richtig schön, den gibt es bei Deckelton und die Bluetti, wenn ihr da Interesse habt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu Bluetti und zur Solartasche von Bluetti, PV120 und anderen Produkten. Ich betreibe gerade meine Magira Kompressor Kühlbox mit der Powerstation. Also es ist im Prinzip sehr simpel, einfach und man kann schön in der Natur bleiben. Ich kann mit der Powerstation meine verschiedenen Sachen elektrische versorgen. Ich kann mein Handy aufladen, meine Kompressorkühlbox, mein Laptop, Tablet, Fotoapparat, Videokamera, also kann wirklich so einiges betreiben und bleibe gewisse Zeit autark. Also jetzt muss ich sagen, es macht echt Spaß und deswegen wollte ich euch mitnehmen. Nachher hole ich mir mein Schlafsack, werde ich heute hier übernachten und die schöne Zeit draußen in der Natur genießen mit meiner Bluetti. Ich muss euch sagen, ich bin mit der Bluetti sehr zufrieden. Die ist schön klein. Ich nehme sie öfters mit zum Fischen, zum Sport und natürlich hier zum Campen. Also hier auf dem Baggersee ist es echt schön, auch mit Kindern. Zum Beispiel, was wir sehr oft machen, ich tue die Kühlbox vorkühlen auf minus 20 Grad. Ich mache sie voll mit Eis, etwas zum Trinken, zum Essen. Und ich kann da ein paar Tage ohne Probleme, es hängt natürlich immer von der Umgebungstemperatur, wie lange sie betreiben kann, aber das ist Minimum ein paar Tage. Also ohne Probleme, ohne nachzuladen. Und mit Laden geht es deutlich schneller, also länger. Da kann ich deutlich länger, ich kann oben mein Handy einfach drauflegen und mein Handy wird geladen, muss ich nicht mal ein Kabel dabei haben, fürs Handy aufladen,
Für die anderen Sachen braucht man schon Kabel. Aber das funktioniert richtig gut. Muss ich sagen, ich habe positive Erfahrungen gemacht mit der Firma Blöti. Wenn ich euch Powerstation empfehlen kann, die oft im Einsatz sind, dann ist das die Firma Blöti. Da gibt es gar keine Probleme. Und dann könnt ihr sehr lange Zeit draußen der Natur genießen. Wie gesagt, das war jetzt quasi nur kleine Anregung, damit ihr wisst, man kann das ohne Probleme draußen benutzen. Ihr solltet halt nur darauf achten, dass man die Powerstation nicht direkt in die Sonne stellen tut, sondern ins Zelt zum Beispiel rein. Die Lüfter sollten frei sein, damit man sie, quasi runterkühlen kann, weil jetzt ist momentan gerade 30 Grad. Ich hoffe, man kann es sehen. Gefühlt ist es deutlich mehr. Aber ich würde demnächst jetzt nach diesem Video drehen, werde ich hier reinspringen, baden und wenn ich wieder rauskomme, dank meiner Blöti EB55 und meiner Kompressorkühlbox von Magira oder Plug-in Festival, habe ich gekühlte Getränke, zum Beispiel so Cola oder Radler, Bier, egal, das ist halt, was man trinkt. Auf jeden Fall schön. Und ich bin draußen in der Natur, bei frischer Luft. Es macht wirklich Spaß. Dazu möchte ich euch alle einladen, mal in die Natur zu gehen. Und natürlich mit solchen Geräten könnt ihr euch die Zeit schöner machen. Heute Nacht wird hier geschlafen. Ich hoffe, dass es nicht stürmisch wird, weil heute haben sie auch ein bisschen Regen gebracht. Es hat auch geregnet. Es ist ein wenig schwül, aber ich habe was zum Trinken, zum Essen, Musik hören, Licht, dank Blöti EB55 und natürlich dank Solartasche von Blöti BV120. Also da kann ich ohne Probleme hier ein paar Tage aushalten, natürlich wenn ich Zeit dafür hätte. Ich werde nur heute hier bleiben und die Zeit genießen, ein wenig von der Arbeit entspannen. Und das macht wirklich Spaß. Man kann einfach zu sich kommen, wenn man gestresst, also einen stressigen Job hat oder Stress im Leben, kann man einfach in die Natur gehen und schön genießen. So, also quasi mit diesem Video wollte ich euch nur quasi dazu animieren, mal rauszugehen, mal euch zu zeigen, wie man die Powerstation auch anderweitig einsetzen kann, also für Camping, Vanlife. Die Leute, die campen, die kennen das. Aber auch normale Menschen, in Anführungszeichen, mit Auto, mit kleinem Zelt, können sich da schön gemütlich machen und schöne Zeit machen, wenn man Kinder hat. Frau, Freundin, Freunde, Kumpels, kann man einfach rausgehen und die Zeit genießen und nicht nur in der Wohnung hocken oder im Haus. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Video oder zu diesen Produkten von Blöti, schreibt mir das bitte in die Kommentare, ich werde euch das beantworten. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Toni. Ciao.